Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es mal nicht ums Fimo, sondern um so eine tolle Leinwand. Ich werde mir nämlich jetzt noch eine basteln und wollte da nebenbei einfach mal die Kamera laufen lassen. Ich möchte so eine ähnliche haben, also nicht komplett die gleiche, also von den Gestaltungselementen. Ich möchte sie diesmal anders anordnen und alles. Und ja, das würde ich euch jetzt gerne zeigen, wie ich das mache und was ich dafür so benutze. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Als erstes brauche ich dafür eine Baumwollleinwand. Ich habe jetzt ganz schlicht eine von Tidi genommen, die kosten 1 Euro. Die Maße wäre 18 x 24 cm, das steht jetzt da oben. Genau, 18 x 24 cm. Es gibt auch noch größer, aber ich finde für mein Zimmer ist es passend, wenn die so klein sind. Also so groß finde ich dann wieder etwas zu dominant. Dann brauche ich als nächstes 3 Lippenstifte. Ich glaube, für dieses Bild habe ich sogar 4 genommen, aber ich möchte diesmal nur 3 haben. Das wären zum einen ein Lippenstift von Alverde aus irgendeiner LE. Die schreiben ja leider nicht ihre LE-Namen drauf. Das ist auf jeden Fall die Farbe 20, Flashy Pink. Der schaut so aus. Also der wirkt jetzt in der Kamera ziemlich rot. Der ist in Wirklichkeit etwas pinkiger. Dann benutze ich einen von Kiko. Das ist so ein Schierer. Der heißt, oder der ist die Nummer 193. Da mal fokussieren, danke. Der schaut so aus, der wirkt jetzt sehr bräunlich, aber er ist mehr so nudig, roséfarben. Und dann benutze ich noch einen von einer Catrice LE. Das wäre dieser hier, das ist die Farbe 1002 Holly Rosewood aus der Fabulous 40s LE. Nein, aus der Hollywood Fabulous 40s LE jetzt hat. Genau, das ist diese tolle Farbe. Die wirkt jetzt auch sehr rot. Die sind echt auch etwas pinkiger. Genau, das sind die Lippenstifte, die ich jetzt dafür benutze. Dann brauche ich als nächstes so einen Rahmen wieder. Den möchte ich diesmal auch wieder benutzen. Die gibt es zum Beispiel bei ID. 2 Stück, glaube ich, für 2,49. Und ich finde die richtig hübsch. Der ist so toll. Die werde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Dann benutze ich solche Halbperlen. Die sind jetzt zum Beispiel von Tidi, wie jetzt hier in der Ecke. Möchte ich diesmal auch wieder verwenden. Finde ich richtig, richtig hübsch. Dann möchte ich verwenden wieder solche tollen Röschen. Die gibt es jetzt auch bei ID. Ich glaube, die kosten 1,29 Euro. Finde ich recht hübsch. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es diesmal anbringen möchte. Aber mal gucken. Aber auf jeden Fall möchte ich vielleicht 1 oder 2 davon verwenden. Dann möchte ich als nächstes so Metallrosen verwenden. Weil ich finde es sehr toll, wenn mein Rahmen sozusagen verschiedene Materialien beinhaltet. Wie jetzt hier zum Beispiel Stoff und Plastik und Metall und sowas. Und das sind jetzt Metallröschen. Die sind jetzt vom Rossmann. Die schauen jetzt so... Hoppla, jetzt ist es runtergefallen. Also die schauen jetzt so aus. Und ich finde die richtig, richtig toll. Die haben hinten so einen Klebenopsi dran. Und ja, die werden jetzt diesmal mehrer Platz finden. Weil auf der Leinwand ist zum Beispiel jetzt nur eine hier oben. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das zeige ich euch später. Und ja, die möchte ich diesmal auch verwenden. Dann möchte ich verwenden eine von den sozusagen Plastikblumen. Die gibt es auch bei Rossmann. Die kosten 8 Stück 1,29 Euro. Und ich finde die richtig hübsch, richtig, richtig hübsch. Die gibt es auch noch in Rot. Dann benutze ich als nächstes so eine Blume. Die gibt es auch bei Tidi. Das sind eigentlich Ohrringe. Aber ich habe schon auseinander montiert hinten. Also da hing hier so der Ohrhaken mit dran. Und habe ich schon weggetan, weil ich das richtig, richtig schön finde, wenn man das vielleicht jetzt da dran baumelt. Und hier unten hängt noch was, so schöne Perlen dran. Das gefällt mir richtig gut. Und das werde ich diesmal mit in das Bild einarbeiten. Und dann braucht ihr noch zur Deko, oder was, beziehungsweise ich brauche noch zur Deko, oder beziehungsweise habe es mir ausgesucht, bei ID, so einen tollen Schmetterling. Der ist jetzt mit Glitzer und Steinchen und alles. Der hat, hier steht es noch 2,29 Euro gekostet, ist bei den aktuellen Deko-Sachen. Und ich finde den so, so toll. Und ja, deswegen muss der unbedingt drauf. Und der ist auch relativ groß, wenn man das hier mal so anschaut. Also... Aber trotzdem, ich finde den so, so geil. Und dann brauche ich noch einfach nochmal einen Alleskleber. Ich nehme den jetzt von Uhu. Und eine Schere.
Ja, ich hoffe, das war's jetzt, was ich jetzt alles dafür brauche. Ich baue jetzt kurz das alles rings um mich auf und küsse jetzt mal ein paar Mal die Leinwand ab und dann sehen wir uns wieder. So, ich wollte jetzt euch noch die Leinwand zeigen, die sonst da hinten steht, bevor ich das vergesse. Also die schaut im Ganzen so aus. Ich finde ich richtig, richtig toll. Also hier oben ist so eine Plastikblume. Dann habe ich hier diese Halbperlen hingeklebt. Hier dieser Rahmen mit einer Plastikblume und mit einer Stoffblume und mit einer Metallblume bzw. Rose. Und das hier habe ich jetzt auch festgeklebt. Das war eigentlich auch so eine Rose. Die habe ich einfach aufgemacht, weil ich das recht hübsch fand. Und hier unten haben wir noch solche Halbperlen. Genau. Jetzt habe ich die Leinwand geküsst, also die neue Leinwand. Ich habe diesmal 3, 6, 9, 11 Küsse drauf gemacht. So schaut sie jetzt aus. Geküsst. Man sieht die unterschiedlichen Farben. Finde ich sehr nett. Ich habe jetzt unten zum Beispiel hier jetzt keinen hingesetzt, weil ich da später den Schmetterling hinsetzen möchte. Und deswegen habe ich das so ein bisschen anders angeordnet als jetzt bei der anderen Leinwand. Und ja, ich bin jetzt schon aufgeregt, ob ich das so hinbekomme, wie ich das gerne hätte. Und dann baue ich jetzt das schnell auf und stelle die Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt kann es weitergehen. Ich habe jetzt auch schon so eine ungefähre Vorstellung, wie das dann später ausschauen soll. Und ja, ich bin mir jetzt noch unschlüssig, wie ich jetzt am besten anfange. Aber ich denke, ich fange jetzt mal mit der Mitte an. Dort werde ich jetzt einfach auch wieder den Rahmen da befestigen. Mache ich jetzt mit Sekundenkleber, Alleskleber. Ich habe in den letzten Wochen einfach zu viel Sekundenkleber gesagt. Also es müsste eigentlich ziemlich gut halten, bei dem anderen hält es einigermaßen. Will ich den einfach da drauf befestigen. Also wenn ich jetzt ein bisschen zu wenig reden sollte, es tut mir leid. Das kommt davon, wenn ich mich etwas konzentriere, dann werde ich immer ein bisschen still. So. Aber an was ich wirklich an Alleskleber hasse, ist, dass der so Fäden zieht. So. Dann drücke ich den an. Also er hält eigentlich schon, wenn man das so sieht. Also fällt nicht mehr runter. Genau, dann möchte ich diese Blume hier vom Tidi, diese tolle Ohrringblume, wollte ich unbedingt hier so dran befestigen, dass das hier so runterhalten, also runterfallen kann. Ich denke mal so irgendwie. Und hier hinten ist wie so eine Klebeding und das möchte ich jetzt mal versuchen, ob ich das festkriege. Hoffentlich. Wir sind schade. Also mit Sekundenkleber wird es halten, aber Leinwand auf mit Sekundenkleber ist, denke ich mal, nicht so eine tolle Lösung. Ich glaube doch, es hält, oder? Ja. Ich finde das so richtig toll, jetzt baumelt das so dran, also das finde ich richtig, richtig so schön, sowas. Also ich weiß, diese Leinwand wird sehr kitschig werden, also ich stehe aber auf sowas, auf Pink und alles sowas, also ja. Dann wollte ich diesmal diese kleinen Röschen auch hier befestigen. Die wollte ich jetzt, glaube ich, so ungefähr platzieren, dass da so eine kleine Rosenecke sozusagen entsteht. Ich versuche jetzt einfach mal, ob die so kleben. Sonst klebe ich sie nochmal mit Alleskleber fest. So, nee, die kleben so ganz gut. Wenn die Leinwand dann fertig ist, dann wird sie sich auch demnächst da hinten einen Platz finden. Ich finde die richtig, richtig toll. Ich würde am liebsten mein ganzes Zimmer damit vollhängen. Aber es passt nicht so ganz zur Wand, weil damals war ich mal so ein richtiger Blau-Fan. Und meine Zimmerwand ist blau. Und ja, da passt das manchmal leider nicht so dazu. Genau, jetzt halten die auch. So. Und jetzt geht es auch schon weiter. Ich möchte diese Blume hier, diese Plastikblume, ich glaube am liebsten da oben in der Ecke haben.
Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das genau mache. Weil ich wollte ja diese Blumen auch noch mit bearbeiten. Und ich habe mir halt vorhin überlegt, dass ich vielleicht die zwei Blumen davor noch mit dran klebe. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich hätte es vielleicht vorher mal ausprobieren sollen. Okay, ich schneide die einfach mal hier ab. Hoffentlich ist das jetzt kein Fehler. Weil bei dem anderen Leinwand habe ich zum Beispiel diesen Stängel damit reingearbeitet. Hoffentlich gehen die jetzt nicht auf. Obwohl, nee, wenn man das festklebt, das müsste gut gehen. Das werde ich jetzt schnell tun. So, dann möchte ich das... Also so soll es dann ungefähr kleben. So stelle ich mir das jetzt jedenfalls vor. Und ich glaube, es ist eh nicht so schlimm, wenn ihr jetzt zu viel Kleber nimmt, weil... Hoppla, nicht abfallen. Weil es eh noch angeklebt wird. So, und die möchte ich direkt daneben haben. Aber ich glaube, mehr als zwei Blumen werde ich nicht nehmen, weil sonst wirkt es echt zu viel. So. Ja, sie fallen ab, toll. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Und das meine ich, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber dieser Faden hier, das ist richtig eklig von den Kleber. Toll. Ich glaube, da muss ich es doch ohne den machen. Ja, ich klebe jetzt das erstmal so an und mal gucken, ob ich es dann noch irgendwie befestigen kann. Also erstmal schneide ich noch hier dieses Böbel ab, damit ich die gut ankleben kann. Und hier hinten sind solche Blätter, da kann ich das eigentlich ziemlich gut befestigen. Ich mag das auch, wenn es so ein bisschen über einen Kuss drüber ist. Das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, also dass es hier oben so ein bisschen drüber ist. Und ja, jetzt versuche ich das einfach nochmal da irgendwie festzukriegen mit dem Kleber. Aber ich glaube, das könnte nach hinten losgehen. Einfach bitte halten. Ja, ich hoffe, dass es hält. Also bei dem anderen hat das irgendwie besser gehalten. Wahrscheinlich dieser Vorführeffekt wieder. Also so würde das dann ausschauen, wenn es hält. Also ich hoffe, dass es hält. Ich lasse es jetzt mal trocknen. Und ja, jetzt geht es auch schon weiter. Ich möchte diesen coolen Schmetterling, also ich finde den richtig, richtig cool, dran kleben. Aber erstmal muss ich dieses Teil hier abschneiden. Und den wollte ich am besten hier unten so irgendwie hinmachen. Gott, da wird das überladen werden. Aber ich finde das richtig, richtig cool. Und der glitzert ohne Ende. Ich hoffe, dass es klebt. Wäre schade, wenn nicht. Sonst hole ich vielleicht wirklich dann den Sekundenkleber, wenn es gar nicht kleben will. Ich hoffe, dass er jetzt klebt. Das meinte ich nämlich. Ich versuche es jetzt nochmal. Sonst nehme ich dann wahrscheinlich einen Sekundenkleber her, wenn es gar nicht möchte. Es wäre so schade, wenn er jetzt nicht klebt, weil er ist so, so schön. Er würde so gut dazu passen. Ich drücke jetzt einfach mal mit voller Gewalt dran. Was ich eigentlich vermeiden wollte. Also vielleicht merkt man es, dass ich jetzt weniger rede, dadurch, weil ich mich jetzt konzentriere. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm.
So, bitte kleb. Ja, er hält. Ja, super. Aber es halt nicht. Aber er geht wieder ein bisschen ab. Also ich glaube, entweder das muss ich jetzt richtig ankleben oder er ist zu schwer einfach dafür. Ich glaube, jetzt hört ihr ein Flugzeug, kann das sein? Wir haben Sonntag und es fliegt trotzdem alles durch die Gegend. Das liegt aber auch daran, dass ich ziemlich nah am Flughafen dran wohne. Aber gut. So. Bitte halt jetzt, lieber Schmetterling. Also ich glaube, er hält. Nachher wird einfach nochmal kontrolliert. Und jetzt möchte ich noch an den Ecken hier jeweils solche Halbperlen dran kleben. Und ich glaube, ich möchte so wie da unten eine kleine und an den Seiten jeweils zwei. Und wenn mich nicht alles täuscht, kleben die auch von selber, genau. Aber ich mache sie trotzdem mit Sekundenkleber fest, mit Alleskleber. Hoppla. Wäre voll reingelangt. Das ist der typische Vorführeffekt. Es geht immer alles schief, wenn man irgendwas vorführen möchte. So. Dann kleben die auch schon. Da oben möchte ich das Gleiche machen. Diese Fäden, die nerven so bei diesem Alleskleber. So. Jetzt kleben die auch, obwohl die eine hier so ein bisschen matt ist. Täuscht es jetzt durchs Licht. Okay, das täuscht nur durchs Licht. Jetzt drehe ich mal die Kamera etwas um. So, jetzt habe ich die Kamera umgedreht. Das habe ich jetzt gerade einfach Schluss gemacht. Und so, schaut es jetzt im Ganzen aus. Ich finde, es sieht relativ cool aus. Besonders das da oben gefällt mir. Auch wenn es über einen Kuss drüber ist. Also mir gefällt das so. Und der Schmetterling ist natürlich Oberklasse. Aber wie... Oh Gott, jetzt habe ich das nicht, natürlich. Witzig. Jetzt habe ich das natürlich vergeigt. Es kann nicht stehen, aber an der Wand hängen wird es wahrscheinlich können. Ja, an der Wand hängen ist es kein Problem, aber jetzt mit hinstellen ist das natürlich nicht, ja, das habe ich natürlich wieder nicht bedacht. Gut, dann hänge ich mir das an die Wand und ja, ich finde es eigentlich wieder relativ schön. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt noch was machen, da sonst wird es viel zu überladen. Und ja, mehr wollte ich in diesem Video eigentlich gar nicht sagen. Ist natürlich etwas Fail, aber naja, man kann ja nicht vorher wissen, ob es schief oder gut geht. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!